So könnte sie aussehen, unsere Zukunft. Ein Bewerbungsgespräch geführt von einem Roboter namens Mathilda. Der Vorteil? Sie kann die kleinsten Emotionen registrieren und so die Firmen bei der Auswahl unterstützen. Hallo Steven, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Das Gespräch wird nicht allzu lange dauern. Akzeptieren Sie Regeln, ohne sich zu beschweren, und würden Sie diese auch niemals vorsätzlich brechen? Im Großen und Ganzen ja. Im Verkauf gilt das Recht des Stärkeren. Sehen Sie Kollegen als Konkurrenten in einer Welt des Konkurrenzkampfs? Nein. Sie können mit Kritik umgehen und akzeptieren Ihre Schwächen? Ja. Erfolg und Fortschritt sind Ihre obersten Ziele? Das weiß ich nicht. Glauben Sie, dass jeder seinen Platz in der Welt hat? Ja. Hier kommt die letzte Frage. Sie nehmen Kritik Ihres Chefs an, zögern aber nicht, ihm Ihren Standpunkt darzulegen? Ja. Danke für Ihre Zeit. Bekomme ich den Job? Der Einsatz von Robotern ist in vielen Arbeitsbereichen bereits Realität geworden. Ohne große Vorwarnung hat die sogenannte vierte industrielle Revolution stattgefunden. Die maschinellen Arbeiter werden zusehends effizienter, intelligenter und selbstständiger. Performance, Produktivität und Flexibilität. Arbeitnehmer müssen sich stärker denn je an eine digitale Welt anpassen. Und in Anbetracht der rasanten Fortschritte in der Robotik können die Menschen der Entwicklung oft nur noch hinterherhecheln. Nach mehr als 20 Jahren mit teils fragwürdigen Reformen des Arbeitsmarktes und einer ständig wachsenden Zahl an Arbeitslosen wird es immer klarer, dass die Idee einer Welt mit Vollbeschäftigung der Vergangenheit angehört. Der technologische Fortschritt mit all seinen Folgen ist nicht mehr zu stoppen. Doch welche Welt wird uns am Ende dieser Entwicklung erwarten? Mir gefällt es sehr, meinen Kollegen und Kunden dabei zu helfen, produktiver zu sein. Und ich freue mich, auch mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Fast unbemerkt ist die digitale Welt Teil unserer Lebensrealität geworden. Deren Vorteile wollen wir nicht mehr missen. Maschinen und Computer dominieren immer stärker unseren Alltag. In der Arbeit, in der Freizeit und zu Hause. Dank Ihrer Unterstützung machen wir heute viele Dinge selbst, die früher von Arbeitern erledigt wurden. Wir selbst sind ein Teil dieser New Economy geworden und vergessen gerne, dass durch diese Entwicklung in vielen Branchen tausende Jobs verloren gegangen sind. Bahn-, Post- und Dienstleistungsbetriebe haben Personal abgebaut. Die Verbliebenen sorgen sich um ihre Zukunft. Ein Blick nach Toulouse in Südfrankreich macht klar, dass die Zukunft den Maschinen gehört. Doch nicht nur hier, sondern weltweit wurden Roboter entwickelt, die so gut wie alle Anforderungen besser, schneller und kostengünstiger erledigen können als ein Mensch. Ein Roboter ist eine Maschine, deren Bewegungen von einem Computer gesteuert werden. Natürlich können sie wiederkehrende Tätigkeiten ausführen, aber sie können sich auch an ihre Umwelt anpassen. Man kann sagen, dass die Niedriglohnjobs, schwere, aber einfache Arbeiten, von Robotern übernommen werden. Im Gegenzug dazu werden aber mehr Menschen gebraucht, die diese Maschinen und Roboter programmieren und warten und die Instandhaltungsarbeiten durchführen. Es ist vergleichbar mit kommunizierenden Gefäßen. Auf der einen Seite werden Niedriglohnjobs verschwinden, auf der anderen entstehen mehr Jobs mit höheren Qualifikationen. Jérôme Chouin hat jahrelang als Computerprogrammierer gearbeitet. Inzwischen hat er seinen Beruf aufgegeben. Er wollte die Entwicklung in seiner Branche nicht mehr mittragen. Ich habe ein gutes Leben gehabt. Ich habe lange als Programmierer für Industriesoftware gearbeitet. Genauer gesagt habe ich bei der Post automatische Sortiersysteme entwickelt, was ich nicht bereue.
Es war sicher keine sehr spannende Beschäftigung für die Menschen, die stundenlang die Post aus Kisten nehmen und sie in irgendwelche Schlitze stopfen mussten. Diese immer gleiche stupide Tätigkeit war eine der ersten, die durch Automatisierung ersetzt wurde. Und das ist meiner Ansicht nach auch eine gute Sache. Aber es hängt alles von einem höheren Ziel ab. Heute ist es nämlich so, dass die Tatsache, dass Arbeiten nicht mehr von Menschen ausgeführt werden müssen, sie nicht befreit hat, sondern sie in eine finanzielle Unsicherheit getrieben hat. Also im Prinzip bin ich für die Automatisierung, aber es muss sich das ganze System ändern. Wir können nicht wie bisher weitermachen, wenn wir sehen, dass die Entwicklung den gesamten Arbeitsmarkt betrifft. Also ja, Fortschritt durch Automatisierung, aber nur, wenn sie den Menschen Freiheit bringt und nicht Armut. Oui, à l'automatisation, mais si elle libère, pas si elle met les gens dans le caniveau, quoi. Es ist offensichtlich, dass Automatisierung eine paradoxe Situation schafft. Das Modell des 20. Jahrhunderts, in dem Produzenten zu Konsumenten mit Kaufkraft wurden, was wiederum den Wirtschaftskreislauf befeuert hat, wird durch die Automatisierung zerstört. Denn wo soll das Geld herkommen, wenn die Menschen nicht mehr in den Fabriken arbeiten können? Wo trouvez l'argent, les gens qui ne vont plus dans les usines?